Schönen guten Abend. Ich bin Quantenoptiker, Quantenphysiker. Und die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, Physik habe ich in der Schule nicht verstanden. Quantenphysik, was ist das? Mir geht's genauso. Da bin ich allerdings nicht alleine. Also ihr seid mit mir. Und einer der Nobelpreisträger in der Physik, der bekannte Richard Feynman, hat eben schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, also so lange ist noch nicht her, 40 Jahre, er glaubt, dass keiner die Quantenphysik versteht. Aber ein bisschen kann man schon verstehen und davon möchte ich euch heute erzählen. Von einer Story, die Physiker seit 100 Jahren begeistert und mich hier auf die Bühne bringt. Weil wenn sie nicht so doll wäre, würde ich hier nichts drüber erzählen, natürlich. Ja. Sie ist unglaublich, sie hat schon ein Dutzend Nobelpreise verursacht in den letzten Jahren oder ermöglicht, ja, mindestens, ja. Und es ist eine Story von den Bosonen und Fermionen und im Prinzip steckt ganz viel dahinter, ja, weil im Endeffekt das erklärt, wie die Welt ist. Ja, natürlich etwas simplifiziert, das ist ganz klar. Ja, ja, Bosonen und Fermionen, geht auf die Namen Bose und Fermi zurück, beides Physiker, lebten alle von Beginn des letzten Jahrhunderts bis in die 50er Jahre. Fermi wurde nur gute 50 Jahre alt, ist wahrscheinlich den meisten sehr gut bekannt. Unter anderem war er der Erste, der einen Nuklearreaktor zum Laufen brachte. Bose lebte bis in die 70er Jahre. Und Bose und Fermi waren erstmal primär theoretische Physiker und die haben sich Gedanken gemacht, warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum ist das Atom so, wie es ist? Und im Endeffekt stellte sich dann heraus, aufgrund dieser Überlegung, Quantenphysik steckt überall drin. Überall. Quantum Physics inside, everywhere, ja. Und das ist das Interessante, ja, dass man im Prinzip so ein tiefes Verständnis braucht, um dann zu verstehen, wie zum Beispiel ein Laser funktioniert. Oder ein Neutronenstern. Oder ein sogenanntes Bose-Einstein-Kondensat. Und das möchte ich jetzt in den nächsten paar Minuten erzählen. Also ganz kurz zu Bosonen und Fermionen als erstes, weil das ganz wichtig ist. Alle Teilchen, mikroskopischen Teilchen, Elektronen, Protonen, Neutronen, die Elementarteilchen und die etwas einfacheren Teilchen, die daraus zusammengesetzt, wenn es dann etwas komplizierter wird, dann ist es nicht mehr ganz so einfach, aber bei den einfachen Teilchen fangen wir ruhig mit den allereinfachsten an. Elektronen, Neutronen, Protonen. Die sind entweder ein Fermion, so wie die Elektronen, ein Neutron, ein Proton, oder ein Boson, wie zum Beispiel das Wasserstoffatom. Und was heißt das jetzt, dass die Neutronen zum Beispiel ein Fermion sind? Naja, stellt sich heraus, dass alle Teilchen einen inneren Drehimpuls haben, so nennt man das. Ja? Die drehen sich alle. Ja? Da gibt es diejenigen, die halbzahligen Drehimpuls haben, wie das Elektron. Das muss sich zweimal drehen, damit es wieder in sich selber übergeht. Dann gibt es welche, die einen ganzzahligen Drehimpuls haben, also 1, 2 oder 3. Die müssen nur eine Drehung machen oder vielfache davon. So, das ist also diese lustige Eigenschaft dieses kleinen Kreisels, dass der entweder halbzahlig ist oder ganzzahlig, dass seine sogenannte Quantenzahl halbzahlig oder ganzzahlig ist, hat ganz weitreichende Konsequenzen. Ganz konkret, Fermionen sind zum Beispiel Neutronen, Protonen, Elektronen. Die ganzen Elementarteilchen sind alle, stellt sich heraus, sind alle Fermionen. Zum Glück, wie wir gleich sehen werden. Zusammengesetzte Teilchen, wie zum Beispiel das Wasserstoffatom. Ihr wisst alle, Wasserstoffatom hat ein Elektron, ein Proton. Das setzt sich zusammen und die beiden Drehimpulse addieren sich, sodass aus halb und halb wird eins. Eins, oder sie können sich auch subtrahieren, dann wird null, aber es ist ganzzahlig. Aber das ist ganz wichtig, ja, darauf komme ich gleich. Hat nämlich wirklich, macht einen Riesenunterschied. So, fangen wir an. Was sind die Konsequenzen von halbzahlig oder ganzzahlig? Stellt sich heraus, die Konsequenz ist, ob die sogenannte Wellenfunktion symmetrisch ist oder antisymmetrisch. Jetzt habe ich in diesem Satz ganz viele Worte benutzt. Wellenfunktion. Ja, was ist Wellenfunktion? Wellenfunktion kommt aus der Quantenphysik und sagt, dass alles, die Materie, eigentlich Wellen sind. Sogenannte Stehwellen, wie wir sie vom Wasser kennen oder aus der Musik oder aus der Akustik. Stehwellen, allerdings sind es Wahrscheinlichkeitswellen. Aber dieses Bild, dass es eine Stehwelle ist, wie man sie aus der Akustik kennt oder eben von der Wasserwelle, die trägt relativ weit. So, und jetzt ist es so, dass diese Wellen, die können ein Vorzeichen haben. Wenn man zwei Teilchen vertauscht, können dann Minuszeichen entstehen oder eben nicht. Und das ist der Witz. Bei einem Fermion heißt die Antisymmetrie, dass wenn ich sie vertausche, bekommt die Wellenfunktion ein Minuszeichen.
bei einem Boson nicht. Und dieses kleine Minuszeichen macht auch schon den ganzen Unterschied. Die Konsequenz ist das folgende, nämlich, wenn ich zwei Teilchen vertausche und wenn sie auf dem gleichen Platz sitzen würden und ich sie vertausche, tue ich ja eigentlich nichts, ich aber ein Minuszeichen bekomme, heißt, dass das nicht geht. Es geht nur für eine Wellenfunktion, die 0 ist. Ja, das heißt, Fermionen, das ist jetzt ganz wichtig, können nicht zusammen auf einem Platz sitzen. Sie müssen getrennt sitzen. Sie möchten nicht zusammensitzen. Dagegen die Bosonen machen genau das Gegenteil. Die wollen alle zusammen in der gleichen Wellenfunktion sitzen. Sie wollen zusammensitzen. So, und das hat die Konsequenz, zum Beispiel im Atomaufbau, das haben die meisten in der Schule gelernt, allerdings wahrscheinlich nie verstanden. Was machen die Elektronen zum Beispiel im Atom? Sie besetzen eine Bahn nach der anderen, weil sie nicht in der gleichen Bahn im gleichen Zustand setzen müssen, weil die Elektronen Fermionen sind. Dass sie eine Ladung haben, ist auch wichtig, aber spielt ja keine Rolle. Die Ladung wird durch den Kern neutralisiert. Das ist wirklich der Grund. Der Grund ist, dass sie Fermionen sind. Die Bosonen dagegen wollen alle in den gleichen Zustand gehen. Ja? Und jetzt eine ganz wichtige Konsequenz passiert zum Beispiel, wenn eine Supernova explodiert, eine Sonne explodiert und sie dann unter der Schwerkraft zusammenfällt. Dann kann man sich fragen, wie klein wird diese Sonne dann, nachdem sie kollabiert ist? Stellt sich heraus, 10 Kilometer Masse einer Sonne, das nennt man einen Neutronenstern. Und dieser Neutronenstern wird nur aufgrund der Tatsache zusammengehalten, dass sich nicht noch weiter kollabieren kann, weil es Fermionen sind. Das ist die Story der Fermionen und Bosonen. Und wie viel gibt es davon im Weltall? 100 Millionen alleine in unserer Galaxie. 2000 hat man ungefähr gesehen bisher. Vielen Dank.